im Steeler Wasserturm zum Turmtalk von Maure Software, dem führenden Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung von Apotheken und ihren Services. Was macht eigentlich Maure? Mit den von Maure entwickelten Tools, Schnittstellen, Anwendungen und Online-Touchpoints öffnet der Apotheker seinen Kunden eine virtuelle Tür zu seiner Apotheke vor Ort und erweitert damit den direkten Kontakt zum Kunden um eine digitale Ebene. Ich bin Inken Große und unterhalte mich heute im Turmtalk mit André Glombitzer, Vertriebs- und Marketingleiter bei Maure. Hallo André. Hallo Inken, schön dich wiederzusehen. Ja, schön dich wiederzusehen. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit dem Maure-Ökosystem. Unter einem Ökosystem im wirtschaftlichen Sinne können sich viele sicherlich noch etwas vorstellen. Ein komplexes Gefüge digitaler und technischer Systeme, das die gesamte Unternehmensorganisation, Produkte und Services sowie Mitarbeiter und Kunden einschließt und sich gegenseitig ergänzt. Was sich hinter dem Maure-Ökosystem verbirgt, darüber möchte ich heute mit André sprechen. André, hilf mir mal auf die Sprünge. Was muss ich mir unter dem Maure-Ökosystem vorstellen? Brauche ich einen Trecker? Kleiner Spaß. Wie funktioniert das? Sehr gerne, Ingen. Das Maure-Ökosystem ist quasi das neueste Baby aus unserer Entwicklungsabteilung, um den bestehenden Maure-Apotheken-Webshop zu einem vollumfänglichen Vertriebs-, aber auch Kommunikationssystem auszubauen, um somit den Kunden in den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey bestens bedienen zu können, Ingen. Und entsprechend gehören zur Grundausstattung des Maure-Ökosystems natürlich der beliebte Maure-Apo-Shop und eine echte eigene Apotheken-App sowie natürlich auch eine Mitarbeiter-App, die letztendlich als Apotheken-Cockpit fungiert. Und somit ist die Apotheke natürlich in der Lage, und das ist uns nochmal sehr wichtig bei der Entwicklung, kundenzentriert auf die unterschiedlichen Präferenzen des Kunden einzugehen. Angefangen bei den eigenen direkten Vertriebswegen. Auf der einen Seite haben wir den Webshop, auf der anderen Seite haben wir die App der Apotheke. Aber auch der kommunikative Part wird damit nahtlos abgebildet. Angefangen beim Chat, der Telepharmazie, Terminbuchungen bis hin zur Benachrichtigung über den Bestellstatus oder aber auch über neue Angebote, die gerade in den Shop eingestellt wurden. Du siehst, Inken, alle Anwendungsbeispiele, die zum einen vom Kunden, aber auch von der Apothekerschaft erwartet wird, werden über das Maure-Ökosystem nahtlos abgebildet. Und das Beste daran ist, dass das Maure-Ökosystem zentral gepflegt wird. Das heißt, jegliche Änderungen im Webshop sind auch automatisch in der App verfügbar. Also du siehst, keine großen, vielen Insellösungen, sondern dass wir hier wirklich den integrativen Ansatz gewählt haben. Entschuldige, wenn ich da mal kurz einhake. Für jeden, der sich gerade genauso blond fühlt wie ich, kannst du unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was man unter einem Sales Cycle und einer Customer Journey zu verstehen hat und warum das so wichtig für die Apotheken ist? Gerne. Ich versuche es einfach zu halten. Also der Sales Cycle, auch Sales Funnel genannt, beschränkt sich einfach aufgedrückt auf die einmalige Transaktion, sprich die Kundenanbahnung. Oder auch Pre-Sales-Phase genannt, bis hin zu kaufen. Hier endet aber auch der klassische Sales-Cycle. Und die Customer Journey hingegen, auf Deutsch auch Kundenreise genannt, schließt den Sales-Cycle in seinen Phasen mit ein, verfolgt den Kunden, deswegen spricht man ja auch von der Kundenreise, aber noch weiter, um den Kunden somit auch bestmöglich an das Unternehmen oder in unserem Fall an die Apotheke zu binden, um damit natürlich auch die bequemste Reise zu ermöglichen. Nehmen wir hierzu ein kleines Beispiel. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Kunden, der kennt die Apotheke noch nicht. Der größte Teil der potenziellen Kunden suchen heute online nach einem Anbieter oder auch hier nochmal in unserem Fall nach einer Apotheke. Entsprechend ist hier der Weg des Kunden über Google, meist dann über Google My Business, dann geht es zur Homepage bzw. zum Apotheken-Webshop. Und das ist quasi der erste Customer Touchpoint, wo der Kunde mit der Apotheke in Kontakt kommt. Wichtig ist hierbei nur, dass dann natürlich der Shop performt, dass der potenzielle Kunde schnell das findet, was er sucht und natürlich die Bestellung einfach, schnell und unkompliziert abschließen kann. Jetzt kommt es aber darauf an, für eine optimale Customer Journey bekommt der Kunde oder sollte an den unterschiedlichsten Stellen im Shop spätestens jedoch nach dem Kauf die Möglichkeit bekommen, sich idealerweise die eigene Apotheken-App herunterladen zu können, um einfach noch weitere Mehrwerte, sprich Vorteile, zu bekommen. Die Information
mit den zusätzlichen Mehrwerten oder Vorteilen sollten oder werden natürlich dann auch zusätzlich in den Bestell-E-Mails an den Kunden geschickt und somit erhöht sich die Chance immens, dass der Kunde sich auch die App herunterlädt, sich bei Fragen direkt an die Apotheke des Vertrauens wendet oder die Folgebestellung gerne direkt über die App tätigt. So hat die Apotheke von da an auch einen direkten Draht zum Kunden. Man spricht dann auch quasi von dem One-to-One-Marketing, dass ich dann wirklich den direkten Draht habe. Und das i-Tüpfelchen wäre dann noch bitte, liebe Apotheker, wenn der Kunde die erste Bestellung macht, dass sie dann auch vielleicht noch einen kleinen Flyer mit dem Hinweis, mit den Mehrwerten der App mit ins Tütchen packt. Der andere Weg des potenziellen Kunden ist auch unter anderem der Offline-Kanal Inken. Ein Beispiel, ein potenzieller Kunde sieht zum Beispiel einen QR-Code, den er von einem Flyer heraus hat. Stimmt, stimmt. Wenn ich da mal kurz einhake, das hatten wir als Thema in unserem allerersten Podcast, wenn es um das Thema Mauve API geht. Genau. Ich da auch nochmal, wenn man da auch nochmal Tipps und Tricks zu haben möchte, bitte da den ersten Podcast, sei da, wo deine Kunden sind, gerne nochmal anhören. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß dabei. So, das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, also das heißt, der potenzielle Kunde sieht zum Beispiel den QR-Code auf dem Flyer, worüber er natürlich sich die App sofort herunterladen kann. Oder Kunden suchen auch explizit den Apothekennamen im App Store. Und das ist gerade dann immer der Fall, wenn du jetzt deine Nachbarin, deiner Freundin sagst, hey, das ist eine smarte Apotheke, da kannst du wirklich ganz toll bestellen, auch mit den Mehrwerten, zum Beispiel Telepharmazie, Terminbuchungen, kannst du alles digital machen. Dafür ist das natürlich besonders wichtig, dass dann auch die Apotheke im App Store über den Namen gefunden wird. Genau, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir, oder da haben wir uns auch abgegrenzt, keine Shared-App nutzen. Denn nur über eine eigene App kann der Kunde die gesuchte Apotheke finden, wiedererkennen. Und das ist natürlich auch für die Markenbildung extrem wichtig. Alles klar, wieder was gelernt. Dann würde ich jetzt wieder zurück zum Mauve-Ökosystem gehen, unserem eigentlichen Thema. Wie bist du auf die Idee zum Mauve-Ökosystem gekommen? Also wir analysieren ja die Customer Journey bereits seit vielen, vielen Jahren. Auch haben wir viele hunderte Gespräche mit Apotheken geführt, die unter anderem auch nur eine Vorbestell-App nutzen, aber auch in den meisten Fällen über den Misserfolg berichteten. Und da wurde dann auch in den Gesprächen ziemlich schnell klar, so kann das ja auch nicht funktionieren, weil im Status quo, also jetzt, die meisten Zugriffe halt online über Google auf die Apothekenseite bzw. dem Webshop erfolgen. Und daran wird sich auch in der Zukunft nicht wirklich viel ändern. Nur ein kleiner Teil der Kunden scannen tatsächlich erstmal den QR-Code innerhalb der Apotheke. Weil ich bin ja in der Apotheke drin, warum soll ich jetzt den QR-Code scannen? Welche Mehrwerte habe ich dadurch? Auch müssen hier, also in der Vergangenheit, die Apotheken, mit denen wir gesprochen haben, müssen immens viel Zeit investieren, den Kunden quasi an die Hand nehmen, die App, um die App letztendlich auf das Handy des Kunden bringen zu können. So, und Apotheken, die halt nur eine App haben, verschenken natürlich auch extrem viel Potenzial, weil egal welche Studie man heranzieht, die meisten Zugriffe kommen über Google auf die Apothekenplattform. Na, und da muss man natürlich agieren. Und wir hatten ja auch da nochmal der kleine Hinweis, das Thema sei da, wo deine Kunden sind, im ersten Podcast angesprochen und auch thematisiert, wie wichtig es ist, da zu sein und das anzubieten, also dem Kunden das anzubieten, was er möchte und was er sich wünscht, weil wir sind ja auch im Marketingzeitalter 4.0 angekommen. Ja, und somit war die Idee letztendlich geboren, ein ineinandergreifendes Gesamtsystem zu konzipieren, um den Kunden den Bestellkanal zu ermöglichen, den der Kunde bevorzugt. Egal, ob es heute der Shop ist, morgen die App. Auch da nochmal der Hinweis, in der Pre-Sales-Phase kommt der Kunde natürlich in der Regel erstmal auch von Google auf den Shop. Und es gibt ja auch zahlreiche Studien, die genau das auch nochmal bestätigen, dass der erste Kontakt in der Pre-Sales-Phase, wie gesagt, über Google in den Shop kommt. Also hier findet in der Regel der erste Kontakt statt. Entsprechend müssen hier auch alle relevanten Daten zunächst präsentiert werden, die für den Kunden wichtig sind. Angefangen von den Öffnungszeiten, Aktionen in der Apotheke, aber auch natürlich die aktuellen Verfügbarkeiten. Und da nochmal der Hinweis, nicht nur die des Großhandels, sondern bitte die tatsächlichen Lagerbestände und die aktuellen Preise. Dann gilt es, automatisiert Anreize zu schaffen, dass sich der Kunde zum Beispiel nach dem Kauf die App installiert. Die Betonung liegt aber auch hier nochmal auf die eigene Apotheken-App und keine Shared-App.
So bekommen die Apotheken eine ganz andere Frequenz in den Apps und damit auch ganz andere Downloadzahlen. Und das Tolle ist, der Kunde kriegt richtig tolle Mehrwerte, also haben wir eine Win-Win-Situation. Kommen wir auch nochmal kurz zu den Mehrwerten. Und zu den Mehrwerten gehören auf der einen Seite die Push-Nachrichten. Zum einen bekommen Kunden mit der App dann quasi eine direkte Nachricht auf das Handy, wenn zum Beispiel der Apothekenmitarbeiter den Barcode des Shop-Auftrages scannt, also über das Apotheken-Cockpit inken. Ja, das heißt, die können dann darüber den Shop-Auftrag scannen und sagen, was möchte ich denn mitteilen? Und so kann ich dann auch über den Bestellstatus, je nach Zustelloption, den Kunden die Nachricht schicken, hey, du kannst jetzt sofort in die Apotheke kommen, wir sind eine Stunde schneller gewesen, oder der Bote ist bereits auf dem Weg zu dir und deine Medikamente sind gleich da. Ergänzt wird die Apotheken-App aber auch natürlich durch weitere Mehrwerte, wie zum Beispiel die Terminbuchung, wie für die Telepharmazie, aber auch weitere Dienstleistungen, die werden ja auch häufig in der Apotheke angeboten, ob es eine Kompressionsstromvermessung ist, Impfen kommt wahrscheinlich bald wieder auch nochmal in das Thema mit rein. Und das kann man all das über die Mauve-Lösung anbieten. Wenn man das alles so hört, klingt das ja alles wunderbar und gut. Fragt man sich aber unweigerlich, warum erst jetzt? Das ist eine berechtigte Frage, Inken. Aber wie sagt man so schön, man muss manchmal geduldig sein, man muss einfach mit der richtigen Lösung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und wir sind der Meinung, dass gerade jetzt durch die Einführung des E-Rezeptes jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wirklich unsere Webshop-Technologien durch das Ökosystem zu erweitern, weil gerade durch die Nutzung, und der Kunde lernt ja auch, und wenn er die Gematik-App hat, dann nutzt er das und dann kann er auch wirklich die App der eigenen Apotheke nutzen und somit hat er natürlich einen Lernkurveneffekt und deswegen gehen wir auch ganz stark davon aus, wie auch viele weitere Experten im Markt, dass die Zugriffszahlen und die Nutzung der Apps natürlich durch die Einführung des E-Rezeptes massiv steigen wird. Ich möchte noch einmal auf zwei Komponenten des Mauve-Ökosystems zurückkommen, der Kunden-App und der Mitarbeiter-App. Denn du hast ja eben gesagt, dass es sich nicht um sogenannte Shared-Apps handelt. Kannst du da noch einmal ein bisschen erklären, worin liegt jetzt der Unterschied? Also bei den Shared-Apps, da spricht man quasi von einer App für viele Apotheken. Das heißt, die Apotheke selber hat jetzt keine eigene App, sondern ist nur ein Teil von diesen sogenannten Shared-Apps. Das heißt, hier müssen Endkunden zum Beispiel eine Kennung eingeben oder einen QR-Code scannen, damit der Kunde erstmal mit der eigenen oder mit der richtigen Apotheke verbunden wird. Der größte Nachteil solcher Apps ist auf der einen Seite, dass wenn Kunden oder wie wir das Beispiel ja auch gerade gehört haben, wenn du jetzt deiner Freundin sagst, hey, die Apotheke ist im App Store, die kannst du dort herunterladen, deine Freundin wird diese App nicht finden, weil das eine gescherte App ist und nicht im Namen der Apotheke. Und das ist eigentlich auch im Kern der Unterschied. Das heißt, bei einer eigenen App wird wirklich die App natürlich im eigenen Namen der Apotheke veröffentlicht. Man muss keine Codes irgendwie eingeben oder irgendwelche Verknüpfungen manuell erstellen, was auch nicht wirklich der Customer Journey gerecht wird, weil der Kunde will es heute smart und einfach haben. Und dementsprechend, ja, das ist so der große Unterschied zwischen gescherten Apps und der eigenen App. Okay, aber wo liegt der Mehrwert der beiden Apps für den Apotheker und die Kunden? Apotheken-Apps gibt es doch schon einige, oder? Das stimmt und leider auch zu viele, so dass ja keiner mehr weiß, welche App hat eigentlich welchen Mehrwert. Aber auf unsere Lösung bezogen, auf das Mauve-Ökosystem, gibt es da extrem viele. Fangen wir mal bei dem Endkunden an. Erstmal das Wichtigste ist erstmal, dass der Endkunde den direkten Draht zu seiner Apotheke, zu seiner Stammapotheke hat. Der Kunde findet die App natürlich auch über den Namen der Apotheke im App Store, bekommt neben der Bestellmöglichkeit nicht nur den direkten Draht, wie zum Beispiel die Chatfunktion, sondern auch die Mehrwerte, Termine zu buchen, sei es über die Telepharmazie oder auch, wie gesagt, andere Dienstleistungen, die in der Apotheke angeboten wird. Gleichzeitig bekommt er aktuelle Informationen aus der Apotheke direkt auf sein Handy mitgeteilt, gerade wenn es darum geht, wenn die neuen Monatsangebote online sind oder neue Themenbereiche im Shop aufgemacht werden. Bei den Mitarbeitern, da können wir erstmal sicherstellen, dass bei den Mitarbeitern in der Apotheke keine Bestellung mehr untergeht, weil die Mitarbeiter der Apotheke über das Apothekencockpit mittels Push-Nachricht über den Bestelleingang in Echtzeit informiert werden. Und die Praxis hat gezeigt, natürlich haben die Apotheken wahre Wirtschaftssysteme Informationen, dass eine Bestellung da ist, aber jeder weiß auch, in der Apotheke ist häufig die Hölle los.
Na, und dann geht einfach auch mal eine Bestellung unter oder was auch nicht mal ganz so schön ist, dann sagen einige Mitarbeiter, das ist ja eine Online-Bestellung und wir machen erstmal den Kunden am HV. Und durch diese Echtzeitübermittlung wissen sie, hey, da kommt gleich der André Glommitzer und will seine Aspirin-Komplex abholen. Hinzu kommt, dass durch das MAUWE-Ökosystem natürlich das Direktmarketing, wie wir es ja auch gerade schon ansatzweise gehört haben, vereinfacht und optimiert wird. Das heißt, stell dir vor, du bist ein Apothekenmitarbeiter, du ergänzt jetzt die Monatsangebote, erstellst eine neue Warengruppe und bekommst einen Button angezeigt, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt meine Kunden benachrichtigen über diese Änderung und schwuppdiwupp bekommen wieder die ihren sämtlichen Apothekenkunden auf ihr Handy die Nachricht, dass die neuen Monatsangebote online gegangen sind und darüber auch natürlich gerade die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Apothekenmitarbeiter auch individuelle Nachrichten damit einfließen lassen können, sodass auch die Persönlichkeit damit nicht verloren geht. Schön, das hört sich natürlich sehr schön persönlich und toll an. Wenn ich das so höre, schafft sich MAUWE damit eine einzigartige USP. Wann kann der Apotheker denn mit dem MAUWE-Ökosystem rechnen? Wann kommt ihr damit auf den Markt? Die Entwicklung wird mich dann wieder steinigen. Da muss ich jetzt sehr diplomatisch drauf eingehen. Nein, also die ersten Pilotkunden werden jetzt sehr zeitnah mit dem MAUWE-Ökosystem ausgestattet. Hinzu kommt, dass wir natürlich pünktlich zur Expo-Farm in München das MAUWE-Ökosystem als Erweiterungs-Plugin anbieten werden. Aber jetzt gerade befinden wir halt uns noch in der Testphase. Wie gesagt, die Kunden, die ersten Pilotkunden werden demnächst ausgestattet. Ja, und dann werden wir auch da die letzten Fehlerchen, insofern welche vorhanden sind, rausnehmen und dann, wie gesagt, in die breite Masse gehen. Okay, dann bleibt es ein Geheimnis. Wir werden es bestimmt alle nicht weiter verraten. Das klingt nicht nur alles interessant und spannend, sondern hat auch das Potenzial, das Apotheken-Online-Marketing auf ein ganz neues Niveau zu hieven. Also, je mehr sogenannte Digital Customer Touchpoints dem Apotheker angeboten werden, desto größer ist die Möglichkeit einer dauerhaften Kundenbindung und desto höher ist die Kundenzufriedenheit und der Apotheker hat mehr Erfolg. Da das Thema so spannend ist, werden wir in absehbarer Zeit sicherlich noch einmal über das MAUWE-Ökosystem sprechen. Vielen Dank, André, für den Einblick in die Produktküche von MAUWE. Das bleibt aber ein Geheimnis. Natürlich. Vielleicht auch nur eine kurze Ergänzung. Klar. Also gerade die Apotheken, die das MAUWE-Ökosystem wirklich mal live erleben möchten oder auch Fragen dazu haben oder auch vielleicht einen Einblick bekommen möchten, woran wir noch arbeiten, freuen wir uns natürlich auf den Besuch auf der Expo Farm in München, kurz vor dem Oktoberfest. Und sollte man keine Zeit haben, um nach München zu fahren, kann man uns natürlich auch über die klassischen Kontaktdaten erreichen, wo wir dann natürlich auf die Fragen eingehen werden. Genau, das wäre die E-Mail vertrieb@mauwe.de. Perfekt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder beim Turmtalk mit dabei sind. Klingeln Sie einfach unten, ich mache Ihnen auf, wenn es das nächste spannende Thema in unserem Podcast gibt. Ach ja, und um noch ein klein bisschen Werbung zu machen, mehr Informationen und Videos zu Produkten und Lösungen von MAUWE finden Sie natürlich auf mauwe.de, auf unserem YouTube-Kanal, Facebook, Instagram haben wir natürlich auch und vor allen Dingen lesen Sie regelmäßig unseren Newsletter. Ich bin Inken Große und für heute sage ich auf Wiederhören, bleiben Sie gesund und munter.